Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge FIFA 19. Wir spielen wieder weiter mit Kim und ich hau euch erstmal das Intro raus, danach sehen wir weiter, bis gleich. So, Freunde, da sind wir. Wir sind hier in Madrid mit Kim Hunter am Start und wir spielen diesen Tag einfach mal locker flockig gegen Italien. Ich bin schon wieder räudig. Ausgeleuchtet. Ich muss da echt irgendwann mal was machen, ey, ohne Scheiß. Empfehlung für kleine Studiolichter gerne in die Kommentare. Also ich befinde mich hier quasi sehr nah an der Wand, deswegen wäre es mega geil, wenn dieses, wenn es so Panels geben würde, so keine Ahnung, Zentimeter dick oder was. Ja, wie dem auch sei, wir spielen heute Fußball. Auf das wir natürlich gespannt sind, Wolf, und zwar gegen Italien. Hallo nach Hause von mir. Dann wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen besser agieren können mit, also Italien gegen die US-Amerikanerinnen. Kim. Wir waren ja in der letzten, im letzten Spiel gegen Kanada sehr, sehr zurückhaltend. Ja, innovativ ist das im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Und da war schon der erste Fehlpass am Start. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Und da ist sie, die Startaufstellung der US-Amerikanerinnen. Ja, klar. Schuss! Hä, hey, der wäre easy vorbeigegangen. Schöner Pass. Ja, auch wieder. Auf die Dame da unten. Hereingabe jetzt. Oh! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Der war schön. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Patz. Diesen Treffer schauen wir uns gerne schon noch wieder an dieses Debakel mit dieser Eckfahne. Nice. Sie bringt die Bälle gefährlich rein. Und auch hier hat sie wieder großen Anteil am Treffer. Nice. So, da also wir sind definitiv gerade ein bisschen in der Gunst des Trainers gestiegen. Klasse vorbereitet durch die Vorbereitung, genau. Der Buschi, das sagt es gerade nochmal. Genau, erstmal zurück. Ryan. Vielleicht mal ein bisschen nach. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und Lauf. Schönes Zuspiel. Und Lauf. Da ist die Hereingabe. Oh. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Was war das? Ey, ohne Scheiß, das war die guteste Vorlage ever. Und was macht sie daraus? So ein, naja, was heißt sie? Ich sag mal, ich würde ganz gerne die Position von Kim Hunter verändern. Rapino. Rapino. Girelli. Jetzt wird's gefährlich. Oh shit. Ah, und da bin ich aber gerade noch zwischen gekommen. Jetzt ganz offensichtlich korrigieren. Warum? Warum muss er sich korrigieren? Neu. Crystal Dunn. Brian. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da kommt der Schuss. Sie stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Scheiß Daumen. Ja, nicht das nachlassen. Ecke für die US-Amerikanerinnen. Da habe ich mich kurz mal ein bisschen konzentriert und ich möchte mal gucken, ob ich jetzt mit. Der Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Komm schon. Oh shit. Jetzt muss ich aber laufen hier. Ja, als ob. Der Ball ist weg. Nicht gibt's so. Jetzt einen Gegenangriff. Ja, jetzt gibt es einen Gegenangriff. So, wollen wir mal gucken. Das war schon wieder fast scheiße. Läuft. Da fälscht die Schiedsrichterin den Ball ab. Ey, was? Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Das hier wird doch nicht. Das hier wird doch Kim nicht. Hunter. Alex Morgan am Ball. Kommt jetzt die Flanke rein? Oh. Schöne Idee. Ja, nicht schlecht. Und, jetzt ist der Ball und wir haben wieder den Ball. Mit Fräulein. Lloyd. Lauf doch mal rein, Mädchen. Kim Hunter. Und jetzt ein Schuss. Oh. Gute Aktion von Kim Hunter. Ganz klar. Ah, wir lassen nicht auch. Wir lassen nicht nach. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, hier mit Kim Hunter ein bisschen mehr Power ins Spiel reinzubringen. Wir müssen mit der guten Dame definitiv aufsteigen in der Gunst des Trainers. Und in. Hey! Hallo? Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, danke. Geht er rein? Nein. Sehr gut, den Ball hat sie sicher.
So, die erste Halbzeit ist auch fast schon vorbei. Wir haben eine Bewertung von fast 7. Kopfball. Und da zieht sie ab. Und hier spielen wir. Das war aber close, Alter. Das war aber close. Okay, wir hauen den Ball mal einfach ins Mittelfeld. Und dann gucken wir mal, wie wir verteilen. Ich möchte wirklich. Kim Hunter. Guck mal, wie die da gedeckt wird. Immer von zwei Leuten. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Ryan. Hunter. Oh! Kein Tor! Das war natürlich eine riesen. Oh, das war die Chance. Wir gehen nochmal. Wir versuchen es nochmal. Jetzt aber. Kim Hunter. Ecke rausgeholt. Den rechten Button muss ich drücken, um den Ball anzuschneiden. Das habe ich nicht vergessen. Ja, nee, da war also zu klein. Oh. Früh wird er jetzt gestört. Klasse da, wie sie die den Ball einfach zustellen. Weg. Ja, das war mit die erste Halbzeit. Einer knappen Führung. Okay, knappe Führung. Wir haben immerhin 1-0 als Führungstor für uns verbuchen können. Das war ein geiler Satz. So, dann und wollen wir mal gucken. Jetzt geht's hier weiter. Was war das denn gerade? Da ist gerade was gestiegen. Brian. Bei mir. Gutes Zuspiel. Technisch anspruchsvoll gemacht. Und jetzt die Chance. Oh, wieder eine jetzt Ecke. Sie nachlegen. Gibt Ecke. Ich muss ein bisschen mehr so duo-mäßig zusammenspielen hier mit meiner Partnerin. Die Ecke kommt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ob ich das hinkriege. Ich muss immer noch länger drücken bei den Ecken, die ich sehe. Jedes Mal, wenn dieses Ding in sich da aufbaut, Pass, weg ist bleibt er so rot und da steht dann irgendwie zurück oder klasse so. Zum Spiel. Jetzt vielleicht. Oh. Da war mehr drin, denke ich. Aber boah. Fans sind da, sie hoffen auf diese das Ecke. War krass. Im Moment machen sie richtig Druck. Ecke kommt nee. Rein. So, und ich habe schon wieder so schlecht gedrückt bei dem Kopfball. Rapino. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht nee, kurz. Im Moment komme ich tatsächlich nicht durch. Schuss! Und da ist es doch! Da ist es doch! Jawohl, alter Vater! Yay! Kim Hunter, das erste Tor. Man hatte sie im Vorfeld ja. Stärker eingeschätzt. Und ich habe den rechten Button gedrückt. Guck mal, wie schön frei sie da stand. Einige Torchancen und sehr schön. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Nice. Jetzt steht es 2-0, das dürfte der Plan Ruhe geht geben. Auf. Das gibt mir auf jeden Fall Ruhe jetzt, ey. Girelli. Ohne Scheiß. Italien Mauro. Eigentlich in der Männerfußballwelt ein. Das könnte gefährlich werden. Ein Gegner für die Deutschen. Da hat sie gut aufgepasst und kann natürlich. Also, gehen. Ne? Nee. Oh. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Oh, schon wieder. Und jetzt ein Schuss. Nee. Oh. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Oh, wie knapp bitte war das denn? Aber zu hoch. Ja, die Alte hat es drauf, glaube ich. Ne? Martina Piemonte gegen Barbara Bonanza. Okay. Ja, komm, spielen wir mal hier normal. Hier den Ball ein bisschen flach, ein bisschen passtechnisch. Wir wollen mal gucken. Kim Hunter. Guter Pass. Abseits. Kein Abseits. Flanke jetzt. Ah, das war ein geiler Abtropfer. Ey, der war fast schon zu einfach, Mann. Dieses Tor müssen wir uns sah aber auch noch mal sehr schön aus. Jetzt bei den Frauen, dann lerne ich das mit den Flanken, ja, oder was? Die Vorbereitung. Genau so nicht schlecht. Kann nur von Vorteil sein, wenn ich mit den Boys wieder spiele. Ja, Tatsache sah das einstudiert aus. Aber ich möchte definitiv auch. Oh, yes. Hier, guck mal, 8,2 ist schlechtes Timing. Komm. Lauf mal nach vorne. Oh, ja. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oh, das wäre wieder Zucker gewesen, wäre das. Ja, wo schmeiß ich das Ding jetzt hin? Wo schmeiß ich das hin? Ja. Lindsay Oren. Und ich ziehe einfach mal ab. Da kommt der Schuss. Da ist Laura Giuliani zur Stelle. Der war aber schlecht.
Der war aber richtig schlecht. Mauro. Nee. Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Oh. Upf. Das war eine misslungene Grätsche. Und jetzt könnten sie hier die Chance bekommen. Und da zieht sie ab. Guck mal, und der Ball bin ich geht sogar noch rausgekommen drüber. Mit dem Torwart, ey, aber hat nichts genutzt. Bin ich eigentlich irgendwie... Ich muss mal ein bisschen, glaube ich, was an meinem... lol. An meinem Mikrofonstand ändern oder so, ey. Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität jetzt ist. Aber ich lasse das erstmal so. So, mitten im Video den Ton super verändert. Bestens. Scheißegal. So. Wir spielen weiter. Pass auf die Außenbahn. Oh. Und das ist der Ballverlust. Das ist der Ballverlust. Scheiße. Da habe ich leider auf den B-Knopf gedrückt, bevor ich realisiert habe, dass ich den Ball Minuten annehme. Sind hier angebrochen. Und nach unten. Oh. Sehr guter Einsatz. Keine Ahnung, was da ich da machen viel wollte. Platz für einen Konter. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. So. Und wieder voll ins Gesicht. Geil, schön Ecke. Warum hebt sie den Arm hoch? Hat niemand gesehen, dass sie ihr ins Gesicht geschossen hat, Mann? Der Ball kommt rein. Oh. Oh. Den habe ich perspektivisch ganz anders gesehen, den Ball. Giuliano. Oh. Girelli. Yeah. Ah. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das wäre es gewesen, wenn der Ball durchgekommen wäre. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein Tor hinkriegen. Angezeigt, 3 Minuten gibt's. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Gibt's jetzt die Torschuss? Super. Ah, habt ihr das gesehen? Ich wollte. Ich wollte es echt noch machen, ey, ohne Scheiß. Geil, wir haben das erste Tor gemacht mit Kim Hunter kurz nach der Halbzeit. Wir werden hier schön ausgepfiffen. So gehört sich das. Ne? Leistung, beeindrucke den Boss, sehr safe. Was? Günstige Gelegenheiten, hol mindestens 2 Chancen raus. Und 3 habe ich rausgeholt. Ich hatte diese Leistung, ich habe gar nicht gewusst, dass ich das machen muss. So, dann haben wir jetzt mit jedem erstmal ein bisschen gespielt. Hä? Hier mit Danny Williams spielen wir Manchester United gegen Leicester City. Was ist das? Villarreal? Egal, wir spielen erstmal eine Runde weiter mit dem Hauptcharakter Alex Hunter. So, Friends, da sind wir wieder am Start. Das Ergebnis des Trainings ist natürlich wie immer Doppel-A. Mentor Challenge. Arbeite weiter an der Beziehung zu deinem Mentor, um die Challenge freizuschalten. Challenge beginnen. Okay, das heißt, wir werden das nächste Spiel einfach mal mit unserem Mentor zusammenspielen. Und ich bin gespannt, wie sich das so äußern wird. Allerdings werden wir das Ganze erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüssikowski.